Hallo. Hallo. Ja, war alles nix. Die Spinne war zwar regulär, weil in den neuen Höhlen, auch auf The Island, da haben die jetzt bis zu Level 300, die Höhlenbewohner. Aber ich habe gehört, dass man die nicht zähmen kann. Das ist ja schade. Dann müssen wir doch in den Sumpf. Ne, dann will ich jetzt auch keine Spinne haben. Wird zwar mal ganz witzig, aber ich hasse eigentlich Spinnen. Und Grisou hängt da jetzt wie Stell noch so nicht ein. abgeholt. Der hängt in der Luft, wie ein Backstein es nicht tut. Ja. Das ist aber ein Zitat aus dem Anhalter durch die Galaxis. Ja. Gut, dann mache ich alle mal wieder auf neutral. Ja. T neutral. Da hinten auch nochmal. T neutral. Und da hinten ist ein Strahl. Da ist ein violetter. Und da ist ein gelber. Ich hätte lieber einen roten. Was? Dann gehe ich jetzt Lotti holen Ja. und guck mal, ob wir noch mal hier so ein Viech finden. Was für ein Viech? Ich will jetzt eine Spinne. Willst du doch eine Spinne? Ich wollte doch keine Spinne mehr. Eine aus dem Sumpf. Ich habe keine Lust, Spinnen zu zählen. Ich meine, 136 wäre schön gewesen, aber. Na, wäre was zum Angeben gewesen, Ja, ja. das wird zum Angeben gewesen, so. Von wegen hier. Aber ich kann mir vorstellen, dass eine Spinne in einem Turmzimmer, wenn die da rumsteht, schön eklig ist. Oh ja, das stimmt. Dann mach das nochmal. Ich habe ja so ein bisschen. Hier, wie heißt das Zeug? Hast du das jetzt aufgenommen? Das musst du rausschneiden. Das soll ja keiner wissen. Insektenschutzmittel gebastelt. Wer ist das da hinten? Die Sind fliegt das die gerade weg. Wilden? Ja, sind die Wilden. Knuffel. Die wohnen noch da unten. Ich kann jetzt den Chat nicht anmachen, weil das sonst in der Aufnahme ein bisschen stört. Es sagt auch im Moment keiner was. Dann ist ja gut. Sonst musst du da kurz Sonst mal. lese ich das vor, ja. Ach, hier fliegt ja der Quetzel wieder rum. Der mit den grünen Flügeln. Ich gucke so ein bisschen dahin, wo ich so gerne hingucke. Da hinten nämlich, das ist so schön. Ich habe hier einen gelben Strahl. Ich guck mal, ob da Ja, ach komm, dann fliege was ich mal zu den ungefährlich Violetten da ist. oben. Das ist nicht unser schnellster Pteradon. Unser schnellster, der hat über 200 irgendwie Tempo. Gucken, was das hier für ein Strahl ist. Hier ist ein Strahl. Ich habe eine Blaupause von einem Gut. Stromkabel Ja. und einen Laseraufsatz. Ja. Und ich habe einen Pteradon. Ich weiß nicht, was ich gekriegt habe. Ich habe ganz schnell hier. Hab ich gerade. Hier hat irgendjemand eine Plattform hingebaut. Hier sind aber echt viele Nashörner, ne? Weil doch Marandor wollte doch Nas, also Pelze haben. Hier sind gerade wieder ganz viele Nashörner oben. Also mit dem Antares kannst du in der Luft andere Vögel Nee, auf. das war ein Skorpion. Aber Will ich nicht. das ging nicht. Gut, das war ja dann doch nicht so toll. Pass auf, dass du nicht irgendwie da getötet wirst oder dein Vogel auf Passiv oder das für Ja, der richtig. ist noch auf Passiv. Aber ich habe ja nicht vor, mich hier niederzulassen. Naja, aber wenn da so komische Viecher kommen oder die falsche Taste drückst, so wie ich das immer mache. Ich heiß doch nicht Greber. Gut. Da haben wir ja dann was nicht Erfolgreiches gemacht. Naja, was soll's. Kann ja auch nicht immer klappen. Ja, das mit der Spinne wäre natürlich schön gewesen. Ja, Naja, was das wäre soll's. schön.
So, ich muss haben. Dann bastel ich halt noch ein bisschen hier. Bastel eine Runde. Ich muss ja meinen Wehrgang. Es gibt aber kleine, die mit dem Kamm Dimitris. Kleine Dimitris. Die auch ganz kleine? Ja, klein. Also kleine, junge. Junge. Echt? Haben die jetzt einen Affen mit? Oh, die haben sogar einen Affen inzwischen. Kann mich aber nicht aufheben. Ich glaub, so da ist Beate. Level 169, König. Ja, schreiben die irgendwas? Wollte ich ja auch noch mal gucken, du? Aber der Affe hat einen erschreckt. Mach mal deinen T-Rex zurück, bitte. Also nichts, was uns jetzt betrifft. Weil da drüben sind die jetzt mit dem... Und Beate. Mit Beate. Beate, ich weiß nicht, die haben die irgendwie gefunden. Ja, das habe ich gelesen, aber uns gehört da nicht. Ich wüsste auch nicht, wem. Level 169. Ja, aber wir haben doch genug Biber. Ich brauche kein Biber, Stück, ja. Und wir haben genug Biber. Wir haben drei Biber, ne? Und unsere Außenstation hat einen. Was hat er hingekackt? Nee, ich will nicht so viele Tiere haben. Das ist so schon so ruckelig bei uns. Gut, ich brauche jetzt ganz normale... Normal ist gut, ne? Sound Foundations, da war ich glaube ich 5. Ich habe gekriegt, ach ja, Metallfundament und Metallpfeiler Rezept. Ist auch schon mal was, ne? Jo. Kann man machen. Die Metallsachen wollte ich ja nicht lernen, von daher. Nö, da haben wir ja fast ganz gut, wenn man da mal was machen möchte. Da haben wir fast alle Rezepte. Aber das nützt ja nichts. Ach, weiß ich auch nicht. Ich brauche noch Rampen. Nicht One-Wide-Rampen, sondern normale Ramps. Rampen. Aber wie viel brauche ich denn? Ich brauche 1, 2. Ich muss mal gerade. Das ist irgendwie halb, ne? 1. Muss ich anders zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 16 Rampen. 16 Rampen. 16 Rampen. Holz. Genau, alle hier. Mal ja alle herstellen. Was fehlt uns denn da schon wieder? Stroh, deswegen. Bringst du Stroh mit? Nee. Ich mach mal ein bisschen dunkler. Gamma 3. Das ist auch noch zu hell jetzt. Ja, zwischen 2 und 3 wäre schön. Nee, zwischen 3 und 4. Also ich habe meistens auf 3, weil das ja für die Aufnahme da besser ist. Ja. Ich habe, glaube ich, viel zu viel angestoßen. Man macht ja nichts, Rampen kann man so mehr gebrauchen. Was denn? Marandur schreibt, ich habe mir gerade einen kleinen Kanu geholt für Eier. Nun merke ich gerade, dass meine Box zu klein ist für den. Der kommt über eine hohe Wand drüber. Tja, dann muss er da anbauen. Hilft ja nix. So. 16 Stück. Das kommt dahin. Ich weiß nicht, ob das reicht. Kannst
Kannst du eine Reihe draufsetzen? Wo, was, wie, was, wo soll ich was draufsetzen? Marando hat ein Problem. Er hat sich ein Kanu geholt und der kommt über die einreihige Mauer drüber. Kannst du mal kurz rüberrennen und noch eine Mauer dran machen? Was für eine Mauer? Brettermauer. Brettermauer. Ja, Moment. Hat er Zäune? Komm rüber, kannst du schreiben. Ich habe gesagt, Gregor kommt. Ich bin gerade im Sumpf. Ich komme auf einer Wanze, sag mal. Ich bin ja schon da. Guten Tag. Wo hat er denn Wände? Da. Hallo? Ah! Toll. Ich habe keine Wände mit. Also ich habe, da muss er schon, ne? Im Tisch. In welchem Tisch? Wo ist der da im Tisch? Das Material. Ja, mach Wände. Wie viel brauche ich denn? 8. Wenn er 4x4 hat, wenn er sich geändert hat. Kann sein, dass er jetzt losfliegt und den draußen mal ablässt, weil er keine Ausdauer mehr hat. So. Mag sein. Irgendwas geht hier nicht weiter. Dieses Programm. Der hat jetzt 7, ne? Also 8 hat ihm Auftrag gegeben. Die erste Wand war fertig. Dann die nächste Wand war ganz Millimeter vor dem Ende. Hat keinen Bock mehr gehabt. Jetzt hat er aus den 9 Wände gemacht. Na gut. Das wird ja wohl schon scheißegal sein. Die kann er eh aufsammeln. Wände fertig? Er sieht dich ja, ne? Ja, ich habe Fensterwände gemacht. Ich habe Angst. Ja, aber wenn du einen suchst, findest du nicht. Ich finde doch keine Spinne. Ich laufe wieder zurück. Ich kann da letztlich wenig aushelfen. Er muss selber da ins Loch treffen. So viel Strom macht er aber nicht hier, du. Der ein Kilo. Stroh, Nashorn. Dann hast du Stroh für 100 Jahre. Ja, haben wir oben Nashorn? Nein, siehst haben du? Unten 2 Nashörner. Ja, das nützt mir ja auch nichts oben. Bräuchten oben jetzt ein Tier, was Stroh macht. Aber wir bauen ja eh an, ne? Denke ich mal. Ja, ich kann auch einen großen Stall irgendwo hin machen. Etwas draußen oder so. Guck mal, wir brauchen oben ja nicht so viele Biber. Wir brauchen einen Biber, wir brauchen einen Klopfer. Wir brauchen eigentlich von jedem nur ein Tier. Nee, eigentlich brauchen wir... Das Problem mit dem Nashorn ist, wenn du drauf sitzt und in den Stall reingehst, ja, kommst du nicht mehr runter. Dann geht man nicht rauf.
Muss man ja nicht. Ja, reinpasst es. Ja, kannst du so einfach rein tun. Rein folgen lassen. Ja, das geht. Das sehe ich nicht so problematisch. Was ist das? So, ich habe hier noch ein paar Bären. Ich kann mich nicht bewegen. Warum nicht? Das war ein schwarzer Frosch. Ich dachte, das wäre eine Spinne. Du bist noch im Sumpf. Ja, darum wäre ich selber gelaufen, aber... Nö, nee, war ja okay. Wäre ich nicht rechtzeitig da gewesen. Ich weiß aber nicht, ob er es geschafft hat. Wahrscheinlich nimmt der Kanu jetzt seine ganzen Leute auseinander. Obwohl, dann hätten wir ja schon eine Meldung auf dem Bildschirm. Ja, schön. Sonst haben wir eigentlich... Ja, das mit der Spinne machen wir nochmal. Dann packe ich hier mal Bären rein. Und das. Er schreibt Danke, jetzt muss er nur noch treffen. Ja, das... Da kann ich ihm natürlich nicht helfen. Das kann ich nicht. Wie denn auch? So, Beeren. Bisschen Samen essen. Kann aber auch sein, dass die Spinnen jetzt nicht mehr hier im Sumpf sind, wenn es jetzt die Höhlen gegeben hat. Weiß ich nicht. Aber die kann man ja nicht zähmen. Also da müssen welche... Die, also im Sumpf eine Spinne zu finden, war sowieso schwierig, fand ich. So. Metallpfeiler. Metall Foundation. Wir die schon? Ja, die haben wir schon. Na ja, gut. Wie macht man denn noch diese anderen Töpfchen? Die habe ich gar nicht gelernt, ne? Ich habe die auch noch nicht gelernt, die anderen Töpfchen. Stimulantien habe ich jetzt auch noch mal gelernt. Braucht man ja eigentlich nicht. Ich hatte da mal ein paar von gemacht, aber... Hält dich wach, aber lässt dich dehydrieren. Oh. Nee. Wo sind die Bären hin? Da. Blind. Wie viel braucht man davon? Ja. So. Was? Er schreibt noch, beim 7. Anlauf hat er erst die Box getroffen, weil es sau schwer ist, mit dem Quetz das abzuschätzen. Ja, das ist auch. Günstiger Schwing und die sind wieder ganz woanders. Hoffentlich nimmt der Kanu nicht dann seine Box auseinander. Die ist ja nur aus Holz. So, kann ich jetzt endlich meinen Kram machen, den ich machen wollte. Lass mich davon jetzt nicht mehr abbringen.